Schönen guten Morgen. Das ist Pegasus und er steht hier bei uns in der Weilheimer Tiefgarage und ist geladen auf 90%. Das ist ein 90D und da bedeutet 90% 314 Kilometer. Ja, ich darf hier einen Monat Pegasus fahren und sämtliche Wartungen gemacht und so weiter. Und deshalb habe ich mir gedacht, heute nochmal, bevor ich das Auto wieder zurückgeben muss und dann wieder nur noch Model 3 fahren kann, zeige ich euch mal hier, was dieses Auto kann. Da seht ihr es, über 160.000 Kilometer, zweimal Nordkap gefahren. Ich selber bin im Moment fast 1.500 gefahren und mein Durchschnitt 23,2. Ja, auch nicht so super toll, ne? Aber das sind so die Daten hier von dem Auto. Aber jetzt fahren wir mal los, um noch ein bisschen die Dämmerung mitzuerleben. So, für 1 Euro hier geladen über Nacht. Ich glaube so von 30% auf die 90 bei 10 Ampere. Das dauert dann ja doch 5-6 Stunden. Okay, ein bisschen mal die Lüftung einschalten hier. Ich hoffe, es rauscht nicht zu arg. Ja, ist Model X ist innen bei höheren Geschwindigkeiten auch nicht leise, ansonsten schon. Und vor allem, ich mache mal die Scheibe runter. Kein Fußgängergeräusch und er quietscht auch nicht mehr. Das war nämlich noch das Problem hier vom Pegasus, dass der noch eine Quietsche hatte. Ja, da hinten hat es immer irgendwie seltsame Geräusche gemacht. Es war sowieso viel kaputt von den Antriebswellen, vom Motor vorne. Wir waren ja auch bei Owe. Und der hat auch gesagt, vorne da leckt sogar, kommt sogar Öl aus dem Motor, irgendwas. Also eigentlich gefährlich. Tesla hat aber gemeint, nee, so gefährlich ist das gar nicht. Kann man durchaus noch fahren und wir wissen ja auch, die Autos fahren auch noch mit einem Motor. Dual-Motor hier, genau. Ja, an sich, ich mache jetzt alles gleichzeitig für euch hier und zeige euch aber auch noch, wie hier in dem Auto der Autopilot funktioniert. So, wir haben nicht so viel Stau, das heißt, wir können ganz normal auf der Autobahn fahren. Wir haben 89% jetzt geladen und mit 77 kommen wir an. Trotz allem habe ich jetzt gemerkt, ich bleibe mal auf der Verbrauch, so, dass das Auto natürlich schneller leer läuft. Also wenn man jetzt hier sagt, hier, wir haben so 300 Kilometer Reichweite und dann bei 50 Kilometer Rest bin ich hier schon im roten Bereich. Das muss man auch wissen bei dem Auto. Ja, diese Prozentangaben zu fahren ist ein bisschen gefährlich. Wenn man eigentlich weiß, ich brauche 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück, dann muss ich auch ein bisschen drauf kalkulieren, dass überhaupt ich überhaupt noch ankomme. So, mal hier gerade ein bisschen noch mein Aufnahmeequipment korrigieren. Ja, also wir haben zum ersten Mal auch TÜV gemacht. Da waren Beanstandungen, Bremsbeläge wären runter, die sind halt bei 50% minus. Aber die werden erst bei 20% natürlich getauscht bei so einem Elektroauto. Das ist gar nicht so problematisch. Dann war eine Scheinwerfer ein bisschen falsch eingestellt, konnte gleich dort korrigiert werden. Ich glaube, mehr hat man jetzt auch gar nicht drauf. Unsere falsche Plakette hat er gar nicht gesehen. Wir haben nämlich die 5er Plakette nicht dran, sondern eine 0er. Ja, ansonsten, ich war jetzt beim TÜV leider nicht dabei. Hatte das beim Autohändler gleichzeitig den TÜV machen lassen. Hat auch funktioniert. Ja, und der Autohändler war auch, glaube ich, das teuerste, was wir bezahlt haben, weil wir nämlich eine komplett neue Felge brauchten. Die musste auch nochmal lackiert werden. Ja, das ist natürlich nicht auf Garantie. Das Stichwort, alles andere, weil es hat mir vor den 160.000 Kilometern, also Garantieende, gemeldet und auch noch eine Zusatzversicherung bei Allianz, sodass tatsächlich jetzt eigentlich alle Sachen, die wir hatten, über die Garantie nochmal repariert wurden. Das Auto also jetzt in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Sollten wir jetzt sofort verkaufen? Nee, es muss noch ein Jahr laufen. So ist der Stand der Dinge hier. Also die Motoren, Antriebswellen und so weiter ist alles wieder tipptopp, würde ich sagen. Auch kein Geknarze mehr. Und ich habe auch so, was ich jetzt so beobachtet habe, sehr gutes Fahrgefühl gerade. Muss mal gerade gucken hier auf meine Federung. Die ist gerade auf Standard. Okay, das lasse ich mal so. Man merkt natürlich einen Unterschied. Ich hatte einen Lona, ein Model S 90D für die Zeit. Das Auto war immer eine ganze Woche im Service. Ich hatte für die Zeit einen Lona, der hat dann natürlich eine etwas sanftere Federung. Ich schalte mal gleich für euch den Autopilot ein. Man sieht es vielleicht nicht so gut, weil ich hier keine Kamera diesmal installiert habe. Bin schon ganz auf Model 3 Niveau.
AP1, wie gesagt, und ich lasse ihn mal so ein bisschen hier hinterher fahren. Großer Vorteil von AP1, der erkennt hier über die Kameras die Verkehrsschilder, hat aber auch eine Kombination jetzt mit den Daten von den Karten, das zeige ich euch nachher, da gibt es einen doofen Fehler. Ja, hier ist aufgehoben jetzt, das hat er hier auch aufgehoben, jetzt kann ich auch hier, er hat 100 Meter angezeigt, längeres Ziehen an dem Hebel adaptiert das ja rein und dann fährt er auch hier die 100. Ich sage immer, das fährt mir ein bisschen zu schnell, das Auto. Also runterbremsen in der Kurve hat AP1 ein bisschen weniger. Blinkemeldungen kommen dann auch ziemlich früh. Ansonsten fährt das Auto tatsächlich im AP1 weiterhin sehr, sehr sicher. Bin mir nicht sicher, ob Tesla da selber dran schraubt oder ob sie die Software, Hardware-Software, die Software von Mobileye so lassen. Ja, ich würde es Ihnen raten, weil Sie haben jetzt eine Verschlimmbesserung reingebaut. Ich kann es euch auf der Autobahn dann zeigen, was passiert ist. 70er Schild Erkennung jetzt runterbremsen. Er ist etwas früher dran beim Runterbremsen als die AP2 Modelle. Hier ist natürlich ganz klar, AP1 kann die Schilder ja nur erkennen, wenn sie vor ihm sind. Also hat er, jetzt sieht er es wahrscheinlich auch in der Kamera, wenn ich sehe. AP2 hätte ja die Möglichkeit, die Kartendaten vorausschauen zu lesen, was sie aber auch nicht tun. Denn ich sage immer, am Schild müsst ihr die Geschwindigkeit haben. Andere Wettbewerberautos können das ja. Vorrangig Verbrenner. Aber der Konzern baut ja jetzt auch E-Autos, dann werden sie es hoffentlich da drin auch können, sowas, sofern diese Funktion überhaupt drin ist. So, jetzt hier immer mein Beispiel hier mit diesen Kreiseln. Das geht natürlich in AP1 überhaupt nicht, hat nie funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema, weil wir fahren jetzt dann auf die Autobahn. Ich habe natürlich keinen Navigator und Autopilot, natürlich nicht. Wie sollte es auch, weil das Fahrzeug tatsächlich, wir müssen uns erinnern, AP1 ganz wenig Kameras hat. Oh, umschalten, es ist Tag geworden. 7.19 Uhr, um 7.19 Uhr ist heute Tag geworden. Ja, ich drehe das ein bisschen für euch runter, damit es nicht ganz so blendet. Leider dann kann es sein, dass es ein bisschen flackert. Kameratechnik und Displaytechnik stimmt bei den alten Fahrzeugen nicht so gut überein. Die neuen Fahrzeuge haben eine höhere Wiederholfrequenz, beziehungsweise eine, die besser zu meiner Kameraaufnahmefrequenz passt, die 50 Hertz, sodass das nicht so arg flimmert. Hier muss ich normalerweise ein bisschen höher drehen, okay, mach ich mal, damit es nicht ganz so flimmert. Ah, ich weiß es nicht, ich kann es jetzt ganz schlecht kontrollieren hier. Yes, meine Kamera ist eine Trivialkamera von Panasonic WA irgendwas. Die macht ganz gutes, ausgeglichenes Bild hier. Mit anderen hast du da viel mehr Schwierigkeiten. Gehen wir hier in Autopilot und Checkpoint da vorne ist das erste Schild. Wir sind nämlich hier im Baustellenmodus auf meiner A8. Das ist ein 100er Schild. 100er Schild wird sauber erkannt. Ich ziehe lange am Hebel und es ist rein adaptiert. Das Auto fährt 100. Ich lasse ihn ein bisschen hinterm LKW herfahren. Nee, will ich nicht. Wenn ich da bin, dann fahre ich auch mal rüber. Dann seht ihr, wie das automatische, naja, mehr oder weniger automatische Überholvorgang funktioniert. Also auf jeden Fall, die Schilderkennung ist hier noch drin. Ja, leider selbst mit der aktuellen Version 10 werden die Kameras noch nicht eingeschaltet. Ich blinke mal hier, obwohl ich im Hintergrund mir einer fährt, hat auch das Auto nichts dazu gesagt. Er sagt nämlich, lapidar, testen Sie oder gucken Sie im toten Winkel, ob da einer fährt. Er kennt er nämlich nicht so richtig selber. Er hat nur das, was ums Auto dran ist an Sensorik, so. Das erkennt er so ein bisschen. Und die Seitenkameras hat er ja nicht. Aber ihr habt gerade gesehen, den smoothen Vorgang, wie er da so rüber fährt, das ist schon sehr, sehr direkt. Also ich fange an zu blinken und er zieht sofort rüber. Zeigt mir das hier auch super in der Animation an. Deshalb immer leider mein Fazit, AP1 ist wirklich noch immer cool. Ich mache es nochmal, gehe nur an den Blinker. Und das Auto zieht rüber. Ich muss allerdings immer so kurz ihm sagen, hey, ich bin noch da, also ein bisschen ans Lenkrad fassen. Und ihn eigentlich so ein bisschen in die Richtung auch ziehen. Nee, das muss man nicht unbedingt, das ist egal in welche Richtung. Hauptsache man sagt, ich bin noch da hier, ich muss. Ja, man merkt es auch hier, wenn ich so ein bisschen dran rumzuppel, das haben aber alle Teslas, dass das richtig, das Lenkrad ist so eingerastet. Man merkt also deutlich, dass er im Autopilot fährt. Andere Fahrzeuge, wenn man da so ein bisschen nur nöddelt, ist das schon bopp gleich draußen. Oder man kann ihn korrigieren. Also hier ist es nicht so, man muss da wirklich einen Widerstand überwinden. Lässt es da raus, ja, und dann kommt auch dieses Geräusch immer wieder rein. So. Schräg neben mir fährt ein Audi, der unbedingt gucken muss, was ich hier drin mache. Im toten Winkel, gleich seinem toten Winkel. Und das ist natürlich das Problem hier. Tote Winkelerkennung habe ich auch nicht.
kommt da der Audi jetzt? Ja, apropos Audi, heute Abend, oh, da ist freigegeben, da geben wir schon mal Stoff hier, sagen die anderen. Genau. Nee, ich fahre heute ein bisschen lässig daher. Können wir mal ein bisschen beschleunigen. Hat auch freigegeben, wenn ich länger ziehe, was macht er? Länger ziehen? Nee, macht er jetzt nichts. Ja. Ich habe auch hier leider Effekte, dass er manchmal mir andere Geschwindigkeiten bringt. Ich mache ihn mal auf 120, so. Und lassen da ein bisschen dahin gleiten. So. Ja, wir waren noch beim Service. Kommen wir auf den Service zurück. Viele Sachen waren repariert. Ein Tag war geplant eigentlich. Ich war auch eine Woche vorher da und habe das mit dem Service-Mitarbeiter nochmal durchgesprochen. Da muss man auch am besten immer zum selben Service-Mitarbeiter gehen. Jetzt Stuttgart hat es, wenn man reinkommt, in den Raum vorne ja so drei Plätze, in denen diese Servicefälle dann bearbeitet werden. Ich bin zu dem Herrn ganz rechts gegangen und war dann auch sehr zufrieden mit der Abwicklung so. Der hat mich auch die ganze Zeit betreut. Man muss natürlich einen Servicetermin erstmal grundsätzlich ausmachen über die App. Das geht nicht anders. Das ist so jetzt der vorgeschriebene Weg. Das ist modern, sagen wir mal so. Das ist auch der Versuch von Tesla, das möglichst in so ein System zu packen. Und dann ist auch gleich die Verbindung zu ihrem Abwicklungssystem natürlich gegeben. Ist dann direkt dort drin. Wenn man anruft, müsste das ja erst eingegeben werden. Man kann das verstehen, dass das so ist. Ist nicht optimal. Kommen wir aber noch drauf. Sie sind auf jeden Fall gerade sehr, sehr bemüht, das zu verbessern und auch aufgrund der Kundenrückmeldungen, vielleicht auch aus der Kundenrückmeldung jetzt hier in Deutschland, entsprechend zu verbessern. Gefährliche Situation hier. Hier kommen jetzt die Fahrzeuge rein und normalerweise viele überholen dann gleich die LKWs mit, kommen dann also in die eigene Spur. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. AP1 habe ich da einige Videos schon gemacht, wo was auch passiert ist und man hat gesehen, wie das Auto abbremst. Durch die fehlende Sensorik hat er natürlich nicht alle Möglichkeiten und die schlechteren Kameras, also so eine vorausschauende Erkennung, was macht das Auto demnächst, ist natürlich hier auch ein bisschen anders als im AP2, obwohl meiner Meinung nach das AP1 sehr, sehr gut funktioniert und auch mit Autos sehr gut interagiert. Man sieht das hier auf dem Bildschirm, da trackt er nämlich das in blau, er sieht die Fahrzeuge und irgendwann, wenn er auch mal hinter einem Fahrzeug herfährt und gar nicht nach den Spuren guckt, dann ist auch das Auto hier blau gemacht. Also das fand ich damals vom Mobileye die Lösung eigentlich sehr gut. Das führt auch dazu, dass AP1 eine Rettungsgasse fahren kann, wenn das Auto vor ihm eine Rettungsgasse fährt. Das muss man immer sagen. Er selber fährt keine Rettungsgasse im Stau. Interessiert ihn auch gar nicht. Aber wenn vor ihm ein Fahrzeug ist, dann macht er das. Ja, ich nöddel mal ein bisschen am Lenkrad und dann fährt er mir hier sauber rüber. Ich muss das euch nochmal besser darstellen hier. Das, eigentlich ist der Überholvorgang das Highlight vom AP1. Ja. Wie gesagt, ich hatte die Einschätzung, es dauert einen Tag, man musste relativ viel machen, wir haben es durchgesprochen, man musste auch noch nachfragen, welche Teile sind auf Garantie bei Tesla, welche Teile sind Garantie bei Allianz, welche Teile müssen wir selber zahlen. Zum Beispiel CCS-Einbau, der kostet 500 Euro pauschal mit dem Adapter, das müssen wir natürlich selber zahlen. Und wir hatten an der Falkenwingdoor war auch noch eine Leiste kaputt, die aber eine Sensorik drin hatte. Gut, die kostet irgendwie 200 Euro, 300 Euro, das ist dann auch nicht so problematisch. Jetzt zeige ich euch nochmal den Überholvorgang. Blinke und das Auto fährt sofort geschmeidig rüber. Man muss natürlich selber gucken im toten Winkel, da kommt mir jetzt ein Fahrzeug, ob da keiner ist, weil er das nicht kann. Das AP2-System ist da viel, viel vorsichtiger. Sage euch aber, Version 10 ist da auch ein bisschen mehr in die Richtung vom AP1, nicht ganz so schnell. Aber schon so, dass er die 5 Sekunden eigentlich sauber ausnutzt. Ich fahre jetzt gleich mal hier raus, weil, also rüber wieder auf die Überholspur, weil da vorne ist ein LKW. So. In allen Fahrzeugen funktioniert übrigens der Scheibenwischer nicht. Oder nur sehr, sehr eingeschränkt im Automatikmodus. Meistens muss man da selber dran rummachen. Das ist immer noch so. Ja, ein Tag war geplant im Service. Ich war dann insgesamt eine Woche da. Da war natürlich das Wochenende dazwischen. Ich hatte einen Loaner, war nicht ganz problematisch. Aber ich hätte Schwierigkeiten gekriegt, wenn ich jetzt in Urlaub gefahren wäre oder das vorgehabt hätte oder irgendwas. Muss man sagen, ich wollte ein paar Sachen transportieren. Das kommt man mit dem Model S auch. Model S ist da teilweise sogar besser geeignet, wenn man größere Gegenstände hat. Unser Model X kann man ja nicht komplett umklappen. Ist ja eines der ersten Model X in Deutschland. Und hier noch 100 erkannt. Ich ziehe am Hebel 100 adaptiert. Funktioniert gut. Also meinen Fehler kann ich hier heute euch nicht zeigen. Mein Fehler ist der, ich ziehe am Hebel und er macht 150, weil er meint, auf der Strecke ist freigegeben und das Schild ignoriert er, obwohl er das Schild mir hier anzeigt. Also da ist ein Bug noch drin. Und das ist jetzt auch ein Bug, dass jetzt mein Intervallschalter gar nicht geht.
Ja, also da habe ich jetzt mehrmals gehabt, jetzt wollte ich es euch vorführen, geht nicht. Also gestern hatte ich es mehrmals, dass ich die aktuell angezeigte Geschwindigkeitsbegrenzung in den Tempomat adaptieren wollte und er mir eine falsche adaptiert hat, nämlich 150. Jetzt kommt hier eine 80er. 80-Schild erkannt, ich ziehe am Hebel, er macht 150. Seht ihr hier, unter 100 macht er das scheinbar. Ah ja, also 80er-Schild ist jetzt hier ganz deutlich zu sehen, aber wenn ich dran ziehe an dem Hebel, macht er mir 150. Ne, das ist natürlich mutzig, Leute. Jetzt muss ich mühevoll das hier runter dimmen, weil der Fehler, naja, Fehler, dieses Feature, gehe immer auf Maximalgeschwindigkeit, wenn du den adaptiven Tempomaten einschaltest, finde ich es eher eine Verschlimmbesserung. Oder ich sollte es zumindest hier konfigurieren können, ob ich das wirklich will. Ja. Er merkt, am Rande kommen jetzt hier immer andere Bemerkungen noch. Ich war immer noch beim Service. Oh, jetzt ist sogar 60. Jetzt gucken wir mal. 60 wird erkannt. Ich ziehe am Hebel. 150. Ah, Leute. Und ich rechts überholen auch noch. Na gut, unter 80 darf man rechts überholen. Also, Handadaptierung auf 65. So, dann nuddeln wir ein bisschen lang. Ah, 65 ist zu langsam. 70. Ich finde, ein bisschen mit dem Hebel ist es ein bisschen einfacher als mit dem Rollrad, aber man gewöhnt sich dran. Ist auch komisch, wenn man vom Model 3 ins Model X kommt oder ins Model S, man kann am Anfang die Autos nicht bedienen. Ich habe die Tür nicht mehr aufgekriegt im Model 3 nachher beim Peter, weil da die Hebel woanders sind. Muss man erstmal wieder nachdenken, wo muss er dran ziehen. Und dann konnte ich auch gut verstehen, dass viele den Nothebel benutzen im Model 3. Ja, Peter hatte ja seinen Servicefall. Wir haben aufs Video gehabt schon, beziehungsweise wenn ihr das hier guckt, war das wahrscheinlich schon eine Woche her, wieder zwei Wochen. Interessant war, dass, wo ich dort im Service war, am Schluss tatsächlich der Serviceleiter nochmal kam. Tesla Markus war dann zufällig dann auch dort. Ich war dann nochmal ein zweites Mal dort, weil es doch nicht ganz in Ordnung war mit den Geräuschen hinten. Deshalb habe ich heute Morgen gesagt, jetzt sind alle Geräusche weg. Wir hatten nämlich noch so komische Quietschgeräusche. War wohl beim Zusammenbau von der Hinterachse, haben sie einige Teile nicht so richtig befestigt mit Klipsen oder ich weiß nicht, was es ist, und hat wohl das hinten das Chassis irgendwie so seltsame so Quietschgeräusche von sich gegeben. So, ich bremse hier etwas auf 60 runter und wir beobachten AP1 im Baustellensituation. Ja, also gelbe Linien und er nöddelt sich rein. Jo, kann er. Ich bin hier auf der falschen Spur, Leute. Ja, das muss ich auch abbrechen. Ist mir nämlich hier ein bisschen zu eng und ich fahre hier trotz durchgezogener Linie mal wieder darüber. Das sollte man nämlich machen. Also das Auto ist einfach zu breit. Und hier schalte ich eben der Autopilot ein, dann nimmt er auch die 60. Also im unteren Bereich macht er nicht die Maximalen rein. Er hat da irgendwie eine Grenze, irgendwie bei 100 scheinbar, oder ja, weiß nicht, wo es ist, dass er dann auf Maximal springt. Soll ich nochmal adaptieren? Ich halte am Hebel 150. Nee, der Fehler ist auch hier. Oh. Also hier wäre er jetzt wegbeschleunigt. Wie kriegt man es hin, dass das Auto nicht wegbeschleunigt, während man den Autopilot hier adaptiert? Auf dem Gaspedal, Strompedal ein bisschen bleiben, also selber ein bisschen Strom geben, dann beschleunigt er selber nicht weg und dann kann man sauber die Geschwindigkeit einstellen und dann wieder rum. Weil wenn man das nicht macht, beschleunigt er natürlich, wenn vor ihm nicht einer fährt. Alles Tipps und Tricks hier. Service, gut. Warum hat es so lange gedauert? Ja, weil jedes Mal, wenn eine Sache repariert war, noch eine andere aufkam. Das war das eine. Das zweite ist auch, man muss erst nachfragen, übernimmt es jetzt die Versicherung, übernimmt Tesla, also in beiden Fällen muss man eine Rückversicherung haben wegen der Kosten und dann muss er eigentlich ja noch, wenn es niemand übernimmt, noch mit dem Kunden drüber reden. Haben wir festgelegt, schön als Reparaturen lassen wir dann weg, wenn das nicht ginge, ansonsten wird alles gemacht und das, was wir die beiden, die wir auf jeden Fall wollten, die Leiste beim Falkenwing Door, weil die hat ja geschabt und zweite war unser CCS Adapter, den müssen wir sowieso selber zahlen. Es war aber, glaube ich, auch noch Kontingent auf unseren Referrals drauf. Oh, du fährst ein bisschen weit hier nach links. Junge, er mag immer diese Absperrungen da drüben nicht. Auto fährt komplett im Autopilot, nur mal so als Info, weil neben mir wollen jetzt Dickies vorbeifahren. Können die natürlich schlecht, weil mein Auto so ein bisschen arg nach links gezogen ist. Ich kriege ihn noch nicht darüber korrigiert. Also früher hat man immer gesagt, man kann den AP1 lernen. Ja. Na, die Autos neben mir, also die Dicken, die müssen schon auch ziemlich weit links jetzt fahren. Angst! Ja, man sieht es dann hier auch manchmal in dem Display da unten, dass ich dann schon gelbe oder rote kriege. Ja, er hat so ein bisschen was mit Absperrung. Am Anfang haben wir immer uns beschwert, dass er so nah an den rechtsfahrenden LKWs fährt und dann haben sie das ein bisschen rüber korrigiert, habe ich so das Gefühl. Und wie gesagt, die Tesla-Fahrer der ersten Stunde, dazu zähle ich mich auch, hatten immer das Gefühl, man könnte den AP1 anlernen, indem man so ein bisschen rüberschiebt hier am Lenkrad. Dann würde er das
merken. Auch seine eigenen Strecken könnte man anlernen. Das hat sich, glaube ich, nie so richtig bewahrheitet. Obwohl es dahinter natürlich ein neuronales Netz von den ganzen Strecken gibt und Streckensituationen eher. Also wer den letzten Autonomy oder den einzigen Autonomy Data gesehen hat, da wurde ja erklärt, ja, merkt schon, Assistent hat sich jetzt abgeschaltet. Ja, das gibt es also auch. Ich aktiviere ihn aber wieder. No, ich mache ihn lieber wieder raus, weil er zieht mir sofort nach links. Also hier ist irgendwie Irritation vom Auto. Probier es nochmal. Er zieht nach links und zwar über die Spur. Nee, das lassen wir lieber. Da ist wohl die weiße Spur ihm hier lieber und er weiß nicht mehr, welche er halten soll. Ja, wir wissen auch nicht, ob die Autos eigentlich farbig sehen oder halbfarbig. Wenn man die Bilder anguckt da von dem Überwachungskamera, hat man immer das Gefühl, ein bisschen flau. Die sind eher im Kontrast hochgedreht und weniger, so die Farbunterschiede sieht man weniger. Ja, hat, führt dann wohl auch dazu, dass jetzt hier das Auto zumindest, er will es nicht, lassen wir es lieber. Gut, Servicefall wieder. Ihr müsst jetzt immer hin und her schalten, es ist halt so, ne? Wie in einem Krimi, da kommt auch immer die eine Seite und dann die andere Seite. Ne? Servicefall. Also wie gesagt, das war das. Und dann ist noch das Problem, haben ja auch die Service-Mitarbeiter dann im Nachhinein nochmal gesagt, wir haben echt nochmal drüber gesprochen, warum dauert das jetzt so lang? Was ist das Problem? Es ist auch so, wenn ein Teil nicht da ist, die Service-Center haben natürlich nicht alle Teile da. Es ist zwar ein Ziel, dass sie die meisten Teile da, dort haben. Ein paar Teile, die, wo sie selber dachten, die hätten sie nicht, hatten sie sogar. So ein Steuergerät. Wenn sie die nicht da haben, müssen sie natürlich irgendwie holen, also kommen lassen von Tilburg oder was weiß ich woher. Und da sind natürlich die etablierten Hersteller im Vorteil. Die haben eine Lieferkette oder eine Auslieferungskette, die ist am selben Tag, so innerhalb von 3, 4 Stunden, 6 Stunden oder sowas. Und da hat Tesla wohl noch ein paar Probleme. Es kann also sein, dass es manchmal 2 Tage dauert, bis das Teil dann da ist. Das kann man verbessern, sowas. Muss man nur erkennen, dass das ein Problem ist. Also muss man mit Expressversand ein bisschen mehr machen. Geht auch was, aber da merkt man schon, manchmal liegen die Teile in Tilburg und müssen dann hierher geschafft werden. Das haben auch mir schon andere gesagt. Dann, die fahren dann teilweise selber hin und holen die Teile oder sowas. Wir versuchen nochmal zu adaptieren hier, weil jetzt haben wir eine schöne Kurve nochmal. Also solche Kurven kann AP1 eigentlich gut. Ja. Seht ihr, hier hat er jetzt auch komplett rechts verloren. Das zeigt er auch schön an hier in der Mobileye-Darstellung. Wann habe ich welche Linie verloren? Woran orientiere ich mich noch? So, und dann kann ich auch hier mal versuchen, auf die andere Spur zu fahren. Macht er sogar, obwohl es eine Ausfahrt ist. Ausfahrten kann er eigentlich in AP1 nicht. Ja, und hier ist jetzt 100, kann ich rein adaptieren. Auf 100 adaptiert er auch. Er hat nur das Problem, glaube ich, mit niedrigen Geschwindigkeiten. Ja, wir schalten komplett aus und fahren jetzt von Hand das letzte Stück. Und ich muss mich beeilen, dass ich euch noch den Rest erzähle. Ja, Servicefall. Okay. War noch das Problem, unser eines Hauptproblem war wohl, also im Service dann nachher vom Aufwand her, dass von dem Model X hier mit Anhängerkupplung hinten die Anhängerkupplung immer an war, das Symbol, also als ob ich die Anhängerkupplung drin hätte, obwohl sie gar nicht drin war. Das führt dann dazu, dass ich immer in diesem Anhängermodus bin, den muss ich von Hand dann auch hier aus der Konfiguration rausnehmen, weil sonst geht der Autopilot nicht. Also mit Anhänger kann man den Autopilot nicht benutzen. So, wenn ich das aber will, muss ich das von Hand wieder rausnehmen. Geht aber. Das kann man also überstimmen, das geht schon. Nur das Signal ist halt ständig an und ist halt irgendwie doof. Hat jetzt keine große Auswirkung gehabt, hätte ich also auch auf niedrigste Prio, wenn sie das nicht hinkriegen. Das hat aber dazu geführt, dass das Auto, glaube ich, 3, 4 Tage hatten sie da gesucht nach dem Fehler, wo der Fehler ist. Hinten im Sensorschalter, der da irgendwo ist, habe ich gedacht, wäre wahrscheinlich die einfachste Sache. Hätte ich als erstes geguckt, da war der Fehler nicht. An der Leitung war auch nicht der Fehler. Und dann kommt das teuerste Teil, nämlich die erste Elektronik, der Controller. Und der ist ziemlich teuer und deshalb mussten sie da sicherstellen, dass es wirklich der Controller ist. Und das hätte dann auch noch Lieferzeit gehabt. Das war dann noch Glück, da war einer im Lager. Ja, der musste getauscht werden noch. Und das hat dann mehrere Tage, auch übers Wochenende gedauert, bis man das hatte. Dann das zweite Problem war, man hat vorne an Antriebswellen was gemacht, die waren relativ laut. Und nachdem das gemacht war, hat man ja festgestellt, dass hinten auch Geräusche sind und dann musste das noch nachträglich gemacht werden. Wobei, das war, glaube ich, auch ein bisschen eine Abstimmungssache. Ich hatte eigentlich gedacht, wir hätten das auf dem Zettel, den wir da haben, machen wir im Stand jetzt hier der Autopilot wieder an, dass das schon drauf stand. Da war es halt erst so, dass es dann auch erst am Montag, glaube ich, noch rauskam und da wollte ich es eigentlich abholen und dann ist am Montagabend dann fertig geworden. Ja. Rote Fahrzeuge, 2 weiter vorne, aha. Also auch dieser Autopilot 1 kann durch Fahrzeuge hindurch gucken. Starke Abbremsung, weil der da gerade kam. Und dann fährt er aber jetzt sauber weiter. Lassen wir ihn mal fahren. Vorne kommt ja das Stück, wo AP2 immer runterbremst, weil er da meint, wir dürfen nicht mehr 70 fahren. Müsste ja AP1 den Fehler nicht drin haben. Checken wir auch gleich mal parallel mit. Ja,
Kommunikation im Service war folgendes. Ich hatte mir gedacht, ich probiere das auch. Der Kollege Sascha, auf den das Auto hier angemeldet ist, der Hauptkoordinator von Drive Tesla 2.0, hatte den Service, also den Termin mal gebucht, da in der App, war auch drin und seine Kontaktdaten waren drin. Hatte ich schon Angst, dass das da nicht funktioniert. Dann habe ich aber dem Mitarbeiter gesagt, nein, meine E-Mail ist so und meine SMS bzw. Handynummer ist folgendermaßen und das hat er auch eingetragen und hat er auch immer auf der Nummer dann angerufen. Einmal gab es eine Verwechslung, hat aber funktioniert. Man sollte also gucken, dass in dem Termin die richtigen Kontaktdaten drin sind. Ganz wichtig, sonst kann das ja nicht funktionieren. Sonst gibt es noch so ein Fallback auf die eigentlichen Anmeldedaten. Wenn da natürlich eine Festnetznummer drin ist, kann auch sein, dass Tesla plötzlich auf der Festnetznummer anruft. Also immer gucken, dass man die richtigen Kontaktdaten hat. Vor allem, die arbeiten über SMS. Also sie schicken auf diese Handynummer eine SMS. Sollte man auch gleich im Service Center sagen, probier mal aus. Probe SMS, dann sieht man das auch. Okay, und dann kann man auch selber auch auf die SMS antworten. So, und das ist der Rückkanal, Leute. In dem Termin sollte man natürlich drin haben, worum es da überhaupt gehen soll. Das kann man auch ein bisschen eintragen. Oder wie gesagt, vor Ort gehen. Also vor Ort gehen ist eh immer besser. Und dann habe ich die Kommunikation jetzt über die SMS gemacht. Habe also dann eine Rückantwort geschrieben, hier so und so. Und dann haben wir auch immer ausgemacht, wenn es schwierige Sachen sind, einfach anrufen. Weil das ist das Problem, wenn dann angerufen wird von Tesla, da kommt eine 089-Nummer übrigens, auf die kann man nicht zurückrufen und auch keine SMS hinschicken und so weiter. Das ist eine Allgemeinnummer, also One-Way. Man kann nicht bei Tesla anrufen. Das ist jetzt gerade nicht gewünscht. Also das muss man ganz deutlich sagen. Keine Runterbremsung hier gehabt. Ne? Jetzt mal gucken, wo er hinfährt. Wir fahren auf der rechten Seite. Alles klar. Macht er gut. Ja, also ich habe dann Kommunikation über diese SMS gehabt, habe auch reingeschrieben, wenn nochmal Rückfragen sind. Also ich habe morgens dann meistens gefragt, so um 9 Uhr, wie sieht's aus, kann man das Auto heute holen, wird es heute fertig? Und dann hatten noch kam, sagen wir mal, innerhalb von einer Stunde, halben Stunde oder so, dann auch entweder eine SMS zurück, wie der Stand ist, beziehungsweise ein Anruf. Das Auto steht dann auch auf In-Service in der App und da sieht man dann auch meistens einen Fertigstellungstermin, ein geschätzter. Das ist ein bisschen doof, verlässt man sich drauf, das ist nicht 100% und meistens so ziemlich knapp vor Erreichen des Termins in der App wird das dann nochmal geändert, also bei mir war es zumindest so, konnte man sich also nicht so drauf verlassen, ich habe mich jetzt eher auf die Kommunikation doch mit den Mitarbeitern verlassen. Da muss man jetzt tatsächlich sagen, okay, das war jetzt vielleicht ein Ausnahmefall, die kannten mich auch oder wussten ein bisschen um die Brisanz, wenn da jetzt ein YouTuber da ist, aber ich denke, die lernen daraus auch ableiten, so könnte das mit anderen auch funktionieren. Und deshalb sage ich auch, nehmt gern Bezug auf mich, auf das, was ich hier gesagt habe und versucht einfach mit den Mitarbeitern da in eine Kommunikation zu kommen, sodass es für Tesla einfach ist und für euch halt informativ, sagen wir mal so. Und kalkuliert einfach mehr Zeit ein. Ja? Das kann man auf jeden Fall machen. Ja? Und dann nicht so knapp das machen, ob man jetzt, wenn ein Tag geplant ist, eine Woche sich reinplanen muss, denke ich nicht. Aber 2-3 Tage sollte man schon Luft haben dazwischen. Und guckt, dass ihr einen Leihwagen bekommt, also einen Lohner, wie das so schön heißt. Ich habe dann ganz am Schluss nochmal mit dem Chef dort von dem Service Center in Stuttgart auch gesprochen. Und er hat gesagt, er hätte jetzt eigentlich genügend Lohner da für die Fahrzeuge, die immer im Service sind. Also in Stuttgart ist das jetzt gegeben. Deshalb sage ich auch jetzt hier, Stuttgart, seid auf dem richtigen Weg. Wenn jetzt noch irgendwie eine Möglichkeit ist, dass man euch auch direkt anrufen kann, wäre natürlich super. Ich sage immer, ihr braucht so ein Second Level und Third Level Support irgendwie. Also First Level und Second Level und Third Level Support. Und First Level ist sowas, das ist alles, ich kriege die Ladeklappe nicht auf, ich weiß überhaupt nicht, wie Supercharger funktioniert und so. Das muss natürlich auf einem ganz anderen Level abgehandelt werden, bevor dann ist so, ja, ich muss hier, glaube ich, meinen Service, es knarscht was und ganz klar, Notruf. Ich muss nochmal ganz deutlich hier sagen, es gibt eine Tesla-Notrufnummer, eine richtige Tesla-Notrufnummer. Wo wir immer anrufen, ist die Service-Nummer. Das ist was anderes. Die richtige Notrufnummer heißt, ich liege am Straßenrand, Auto fährt nicht mehr. Irgendwas ganz Dringendes, dass also wirklich sofort ein Abschlepper oder irgendwas kommen muss, die gibt es. Sucht die euch raus auf der Tesla-Homepage. Gibt es die? Ich mache die unten auch mal jetzt in das Video rein. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Oder blende sie jetzt hier groß ein für Deutschland. Und das ist die Nummer, da geht es eigentlich darum, dass man einen Sofortservice braucht, also eine Soforthilfe braucht. Bitte nicht missbrauchen für irgendwas Triviales, ja. Das ist natürlich auf der anderen Seite nicht machbar. Also ich denke, man ist dort auf dem Weg und ich hatte jetzt auch, wie gesagt, mit den Kollegen dort, sowohl dem, der mich betreut hat jetzt bei dem Servicefall, als auch mit den, waren mehrere Leute noch dort, am zweiten Termin, wo ich nochmal das Knarzen nachgebessert habe, war völlig problemlos, auch außerhalb von einem Termin. Okay, keine Vorzugsbehandlung jetzt gewesen sein, aber fahrt einfach hin und macht es. Also dann lieber hinfahren, wenn die Möglichkeit besteht.
So, das kann das Auto natürlich hier nicht automatisch fahren. Soll es auch nicht. Soll ich es probieren? Ja, kann hier fahren. Natürlich kann er hier fahren. Ja, ich drehe mal ein bisschen runter in der Geschwindigkeit. So. Aber nochmal zum Service. Wie gesagt, fand es auch positiv, dass die proaktiv auf uns zukamen. Der Tesla Markus war auch dort mit seinem Raven. Hat auch ein bisschen länger gedauert im Service, also immer mehr Zeit einplanen. Lieferzeiten, Diagnose ist einfach noch nicht bei Tesla so optimal wie bei anderen Fahrzeugen. Es ist auch um einiges komplexer. Das sind halt fahrende Computer, muss man auch ein bisschen sehen. Ich denke aber, das wird noch verbessert an der Stelle. Ja, das nochmal wollte ich sagen, dass ihr das wisst, dass die da auf dem Weg sind. Und es wird vermutlich auch eine Telefonanrufmöglichkeit dann geben. Ob das jetzt nur in Deutschland ist, für den deutschen Markt oder generell, weiß ich nicht. Aber für den deutschen Markt auf jeden Fall, das interessiert uns ja. Sodass es dann doch etwas komfortabler noch wird. Muss natürlich alles ein bisschen aufgebaut werden. Und vielleicht auch so, dass man die... Ups, ich fahre mal in mein Parkhaus. Die Service Center auch direkter anrufen kann, die direktere Kommunikation, weil die privaten Handynummern von den Mitarbeitern zu benutzen, ist ja eigentlich keine Lösung, muss man ganz deutlich sagen. Okay, ich breche hier ab. 283 Kilometer habe ich noch. Mein Durchschnitt war 21, also doch relativ hoch heute Morgen hier. Gut. Ja, Pegasus ist jetzt wieder auf dem Weg. Alles repariert, knarzt auch nichts. Ich mache mal euch extra die Scheiben runter. Nee, echt gut, völlig lautlos das Fahrzeug, deshalb wieder so gefährlich wie vorher. Mir ist nämlich das mit dem Knarzen aufgefallen, weil ein Fußgänger sich umgedreht hat nach dem Auto, weil es so fürchterlich geknarzt hat, praktisch ein Warngeräusch hatte. Die Winterreifen sind auch laut, das hört man so ein bisschen, aber ansonsten völlig lautlos hier. Cool, geht alles wieder. Das Auto ist mir übrigens persönlich viel zu groß. Ich freue mich echt drauf, wieder Model 3 zu fahren. Hatte die Woche ja kurz die Gelegenheit, wir testen Version 10. Aber nächste Woche ist Change hier mit dem Auto, kriegt es wieder der nächste. Der muss es auch, ich glaube, in Nähe von Hannover bringen, der kommt mit dem Zug her. Drive Tesla 2.0 ist ja so ein Carsharing-Programm hier. Ja. Also wie gesagt, nochmal vielen Dank an die Mitarbeiter im Service Center Stuttgart. Haben sich echt bemüht und auch uns YouTubern jetzt auch zum Weitergeben an euch Fans, an euch Kunden von Tesla. Einfach das nochmal zu sagen, Tesla ist da auf dem Weg. Die haben das verstanden, dass es so nicht funktioniert. Und dass man da auch eine Verbesserung mit dem Service machen muss. Einparken ist hier mit dem Auto eigentlich unproblematisch. Die doch sehr spartanischen Linien reichend vollkommen aus, um das Auto hier sicher, diesen dicke Teil, hier ordentlich hinzuparken. Das ist immer wieder erstaunlich. Ja, es passt genau auf die Lücke. Es kann automatisch einparken. Ja, habe ich jetzt noch nicht. Geht natürlich nicht, wenn rechts und links keiner steht. Oh, der steht mir jetzt zu weit rüber. Dann kann ich sogar ein bisschen mehr Platz lassen. Ich habe immer Angst, dass Leute, weil es das Auto so groß ist, neben mir eigentlich dann irgendwie ihre Tür da in die Seite rammen und ich dann eine Beule wieder habe. Ja, das ist eher immer die Gefahr, als dass ich irgendwo gegenfahre. Also mir ist da unverständlich, wie die Leute, also unsere Teammitglieder, die Felgen so verkratzen konnten. Also die Sommerreifenfelgen waren praktisch alle total verkratzt. Ja, jetzt mache ich euch hier fertig, Leute. So, da ist Stoßstange, halte ich mal davor an. Er zeigt mir auch hier an, da hinten natürlich so ein bisschen, wie weit ich weg bin. Und zack, gut, da sind wir. Ja, was soll man dazu sagen? Hier ist mein Verbrauch. Letzte Trip ist leider weg. Normal wird er dann ein bisschen gehalten. Bin da so sind wir gefahren. Guckt. Ein guter Durchschnitt hier. Eigentlich sagt er 18. Ja, 18,6 jetzt auf die Strecke, die ich heute gefahren bin. Seht aber doch ein besserer Verbrauch auf 50, weil ich gestern bin ich mal schneller gefahren. Da hat er mehr gehabt. So sieht es aus. Deshalb die realistische Reichweite wären jetzt 317. Er selber zeigt mir an 282 Kilometer. Okay. Habe ich irgendwas vergessen jetzt? Greta Thunberg hat den alternativen Nobelpreis gewonnen. Ja, gewinnt sie auch den Nobelpreis? Weiß ich noch nicht. Ja, Tesla Service, bisschen Autopilot 1 heute hier in unserem Drive Tesla 2.0 Pegasus. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das ist schrecklich. Ja, das ist schrecklich.
das ist schrecklich.